Und dann machen wir direkt die nächste Quest. So, in höchster Not. Machen wir das mal. So. Okay, hier war mir ein Rau noch nie. Gleich mal besuchen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Krank? Warum? Weil ich eine stolze Bürgerin des Kaiserreichs bin? Weil die Sturmmäntel nur Nord im Himmelsrand sehen wollen? Sollen die Sturmmäntel doch im Reich des Vergessens verrotten? Ich lebe schon seit 20 Jahren in dieser Stadt. Ui. 20. Wow. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Okay, interessant. Dann seid ihr also ein Alchemist? Ja, mehr oder weniger. Okay, interessant. Ja, warum nicht? Wir haben das Gold, ja. Wenn ihr ein Heil... Ein Heilmittel, ja. Wo haben wir denn hier? Zaubertrankrezept. Schön. Und hier, noch was gelernt. Hey. Gebraucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Okay, das war das. Das war das. Da. Du. Und das liegt immer noch da, willst du mich verarschen? Warum liegt das immer noch da? Warum liegt der immer noch da? Warum liegen die hier? Weißt du was? Ey, träum ich mal auf hier. Kann ja nicht sein. Ach, komm schon, jetzt räum ich auf. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Natürlich seid ihr es nicht. So, der ist auf dem Wolkenbezirk und sucht dich heim. Er will dich fressen. Fressen will er dich. Okay, wo schmeißt du den jetzt hin? Na komm. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, das mache ich auch, Mann. Das ist so schwer. Puh. So. Und jetzt die noch. So, komm her. Du. So, spazieren wir. Ui. Komm schon. So. Gut, sind wir jetzt endlich los. Das hat schon viel zu lange gedauert. Wollt ihr womöglich auf die Jagd gehen? Dann geht aber nicht zum Buchbeinpass. Ne, ich glaube, da waren wir schon. Nicht? Okay. Du. So. Da. Okay, und hier. Und dann hier noch. So, und hier, und... Stimmt, warte mal. Ich sehe krank aus, was ist denn da los? Hirnfäule, what the fuck? Wo hab ich das denn her?
Ach. Wo habe ich das denn her? Gut, danke für die Warnung. So. So. Was benötigt ihr, mein Tarner? Platz brauche ich. Platz. Und jetzt kann ich ja auch alles wegwerfen. Yes. Essen noch. Und dann haben wir's. So. Gut. So. Hoch. So. Wo müssen wir hin? Ja, nee, das ist es nicht. So. Okay, wir müssen mit ihm reden. Ich habe nichts getan. Natürlich hast du das. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Was, der ist mal nicht da? Der ist mal nicht am Labern, willst du mich verarschen? Okay, diesen Moment muss man festhalten. Ob Drache oder Riesen. Das ist einmalig. Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Was hast du? Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Ja, ja. Keine Angst. Sicher werden die das. So. Haben wir hier noch, Wenn ich euch mit meiner Hier kam doch noch eine Quast. Machst du es? Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu Mögen die Göttlichen euch segnen. Ja, ja, segnen. Möge der Spione, Saboteure und Akbal Groruf und mich verbindet der Kampf. Wir kennen uns seit unserer Jugend und haben unsere Freundschaft in den Feuern des Krieges geschmiedet. Als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Er hatte keinen Grund, das abzulehnen. Bei den Göttern, was seid ihr neugierig? Das ist schon fast gefährlich. Aha. Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde, besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige möchte gern Attentäter... habe ich mit meiner Klinge aus dem Leben befördert. Mhm. Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige. Manchmal glaube ich sogar, seine eigenen Kinder wollen seinen Tod. Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Angriffe auf seinen Geisteszustand sind eine ganz andere Sache. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten ab. Leider ist es mir nicht gestattet, sie zu eliminieren. Nun, zumindest jetzt noch nicht. Mhm, interessant. Ich behalte euch im Auge. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. So, was haben wir denn hier? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ui, okay. Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Fahrenger forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Okay. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da What sie für fuck? Himmels... Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Mhm. Doch dieser Tag
ist noch nicht da. Ja, da hat sie gerade die Taskleiste gemeldet. Was zum Teufel? Wenn ihr mich lass jetzt es mal hier, das Spiel würdet, ist jetzt da. Ich habe eine Stadt. Sonst niemand. Wer bist du? Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Hier raus, okay. Bin ich hier falsch? Ja, dann bin ich hier falsch. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich falsch bin. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflackten Meere soll noch... Ich bin müde, okay, ja, stimmt. Hab ja noch nie geschlafen. Tja. So. Noch nie. Ach, hier muss ich lang, okay. Okay. Ah, was geht? Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ach. Hey, du da. Komm mal her. Was guckt ihr denn so? Kemato finden. Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht... Na, ich habe meine schon. Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Okay. Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Tja, dumm gelaufen. 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Ja, das geht. Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Ja. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Schnauze. Waffen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Wenn wir einen Drachen töten konnten, also ich frage mich, wie sich diese mit eurer Hilfe mit ihren Verlusten jetzt fühlen. Okay, wo bist denn du? Du? Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Also nochmal mit dir reden. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Mit wem denn? Was braucht ihr? Nicht mit dir. Mit wem dann? Du? Oh, Rikstad ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, Das wäre schon etwas anderes. Nie und nimmer seid ihr... Einer der neuen Diener? Denk dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Okay, ich werde es verbrennen. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Was benötigt ihr? Wem muss ich denn reden? Ja. Wir können uns niemals ausruhen. Mit wem muss ich hier reden? Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Absurd, dass wir in diesem Skeverloch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Ach, dann geh backen. Absurd, dass wir in diesem Skeverloch von einer Stadt... Ich muss mich benehmen. Bekommen. Ich muss mich benehmen, aber es ist schwer. Es ist schwer. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Ja, mach du mal. Okay, mit wem muss ich hier reden? Mit wem? Oh, was für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Mach mal auf, bitte. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Hallo. Oder muss ich vielleicht einen Schlüssel klauen? Ist es das? Was braucht ihr? Der andere soll mal weg.
Komm mal her. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine... Nee, hab ich nicht, Schnauze. Zenitais, der Gott. Okay, er ist halt so Gott. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Wenn ihr in Richtung Osten unterwegs seid, dann solltet ihr Hilgrunds Grab... Was guckt ihr denn? Ihr kauft mir einen Weg hier raus, weil ich so... Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. War ich auch ein Abenteuer. Bei wem kaufe ich dich denn frei? Ich habe meist mit Schäbig... Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Was denn? Schade, schade. Schade, schade, Marmelade. Dann versuche ich halt was anderes. Ich habe ja noch so hier und das, was ich tun kann. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, aber ihr nicht. Ihr passt ja nicht so auf. Ihr passt ja nicht so auf. Du. Das funktioniert nicht so toll. Warum kann ich dich denn nicht freikaufen? Mich verarschen. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Mit Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen. Im Namen des Jahr. Keine Schnauze. Man. Warum kann ich dir nicht freikaufen? Ich grüße euch. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ja, und ich habe es hier mit Scheißtypen zu tun. Wir gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Na geht doch. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Natürlich passe ich auf. So. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt mich verarschen. Was braucht ihr? Früher war ich auch ein Abenteuer. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, hast du wohl. Verarschen. Neulich habe ich etwas in der Nähe der Schimmernebelhöhle. Was guckt ihr? Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage, weil ich so Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Wo kann ich dich denn verkaufen? Hä? Wo denn? Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Aha. Genießt euren Besuch in Drachen. Ein Schritt zu viel in Balgrufs Richtung und ihr seid wenn tot. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, was braucht ihr aber eine Stadt zu führen? Was ist das denn für ein Scheiß? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Macht keinen Ärger, Khajiit. Was braucht ihr? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel so hat, dass wir in diesem Schäberloch von einer Stadt einen Briefkuchen bekommen. Oder muss ich den Kommandanten finden? Ist es das? Bei ihm wahrscheinlich. Aber wo ist denn der? Wo ist der? Kommandant! Ich bin ein Nord wie jeder andere. Doch bin ich nicht dumm. Aha. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, so wie diese Graumäler. Wo ist der Kommandant? Passt auf euch auf, wenn ihr den Fluss in Richtung Osten überquert. Der alte Heimer reißt und seine Bande. Hat irgendwas vor? Okay. Okay. Hatten wir das nicht schon? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Wo ist der Kommandant? Kommandant. Ach. Hier waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Nee, noch nicht.
Wo ist denn hier der Kommandant? Der Commander. Was haben wir denn hier? Ach so. Alle der Toten. Was geht denn hier ab? Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Ja, warum nicht? Nun, wie ich bereits sagte, Arkai ist der Gott des Lebens und des Todes. Seine Tempel und Hallen der Toten findet ihr überall auf Tamriel. Priester von Arkai, so wie ich, vollziehen die Rituale für die Toten und trösten manchmal die Trauernden. Wir halten auch ständig Ausschau nach solchen, die die bösen Künste der Totenbeschwörung praktizieren. Aha. Ich habe gefragt, weil ich gehofft hatte, ihr könntet mir helfen, etwas zu finden, das ich verloren habe. So, was denn? Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ui. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Nein. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Was? Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ja, warum nicht? Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Mhm, klar. Möge Arkais Segen mit euch sein. Mach du mal. Okay, jetzt ein Amulett verloren, aber warte dann hier drin, bis einer vorbeischaut. Und hier dann ja die Quest annimmt. So, ja, die kenne ich schon hier. Die Quest. So. Nummer 2. Ja, es ist nicht. Hier ist das. Dankeschön. Noch so ein Ding. Bam und tschüss. Bist du hier? Amulett. Was haben wir hier? Nice. Okay. Ist nicht hier. Was ist denn doch unten? Docke. Wo ist denn das? So. Hä? Noch. Okay. Na komm. Komm schon. Das waren die. Und der. Und das da. So. Ich verbringe so viel... Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. Na, dankeschön. Und tschüss. Bürger. 15 Gold. Hey. Arkai hey. Soll ich sein? Ja, ja. Möge der hier sein und so weiter und nicht. Diese Graumähen sollen verdammt sein. Ja, du sollst verdammt sein. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Früher war ich auch ein Abenteuer. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Mhm. Macht keinen Ärger, Khajiit. Nö, nö. Verdammter Mist. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Puh. Mit wem kann ich das denn vereinbaren? Wie kann ich ihn freilassen? Wie spät ist es überhaupt? Okay. Wo bist du denn? Als Maul. Mit dem Ärger Bauch oder so? Was ist los? Drachen? Ihr passt doch auf euch auf, oder?
Okay. Jetzt will ich verarschen. Wo ist denn dieser Kommandant? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Was gibt's denn? Ist überhaupt hier an dieser Festung? Oder ist er ganz da unten bei den Wachunterkünften? Das könnte er sein. Schauen wir mal danach. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Sehr beschäftigt. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten... So. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Ja, das frage ich mich auch. Und da wird noch so einiges kommen. Ich glaube, es ist nicht. Wolfried, auch nicht. Kopf des großen Kampfgeborenen. Mein Cousin nicht. Darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich muss hier Wache schieben. Sei doch froh. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Obst und wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Okay, schön. 400. Vergesst nice. Nicht täglich Frucht. Ja, ja. Obst und Gemüse zu essen. Ja, ja. Ach, der Kommandant, wo ist denn der? Wo ist er denn? Bist du... Ärger oder so? Ja. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Ich weiß, ich will den Gefangenen freikaufen. Ja, was gibt es? Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisen. Okay. Da das hier verpackt ist, nehme ich halt den anderen Weg. Dann nehme ich halt den anderen Weg. Nee. Geht nicht anders. Ich will das abschließen. Okay. Nice. So. Es muss sein. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, es muss sein. Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder. Die taugen zu gar nichts. Ah, da muss ich niesen. Wo er von Kindern geredet hat. So. Mein Vater Mralki führt die Ihr seht aus, als hättet ihr... Stimmt. Solange ich zurückdenken kann, haben unsere Felder immer gute Erträge eingebracht. Ich weiß nicht, ob es am Erdreich liegt, am Klima oder an der Gunst der Götter, aber wir hatten noch nie eine magere Ernte. Hier in Rorikstad geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein Soldat. Er kämpfte im Großen Krieg. Und als der vorbei war, hat er sich hierher zurückgezogen, um eine Familie zu gründen. Meine Mutter starb, als ich noch ein kleines Kind war, also hat er sich alle Mühe gegeben, mich alleine großzuziehen. Es ist zwar nicht die spannendste Gegend der Welt, aber die Leute hier arbeiten hart und machen niemandem Ärger. Okay. Ich will auch Abenteuer erleben, so wie ihr. Aber mein Vater hat es mir verboten. Er sagt, dass ich hier bleiben und auf dem Bauernhof arbeiten muss. Und selbst wenn er es mir erlauben würde, Abenteurer zu werden, könnten wir uns keine Rüstung leisten. Er heißt Mralki und ist hier der Wirt. Hoffentlich könnt ihr ihn umstimmen. Okay. Danke. Ich ertrage den Gedanken nicht, für den Rest meines Lebens in diesem Dorf gefangen zu sein. Na schön. Wenn ihr ein Essen oder... Ich nehme nur Bar... Mein Sohn? Erik? Was ist mit ihm? Ist etwas geschehen? Geht's ihm gut? Ja. Aber die Welt ist gefährlich. Erik hat keine Ahnung, in was er sich da hineinbegibt. Außerdem hat er keine Rüstung. Ich muss das Geld dafür erst noch zusammensparen. So. Ihr würdet meinem Sohn mit eurem eigenen Geld helfen? Eure Großzügigkeit bewegt mich.
Für eure gute Tat werdet ihr eine Belohnung erhalten. Sagt Erik, dass ich meine Meinung geändert habe und wir schon bald die Rüstung in Weißlauf anprobieren werden. Okay, mach du das. Hat es was gebracht? Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder nach Rorikstadt kommt und mir einen Besuch abstattet. Mhm. Vielleicht können wir ja bei einem Met in der Taverne Geschichten über unsere Abenteuer austauschen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich gehe dann mal wieder. Ja, viel Spaß. So, neue Abenteurer ist hier. Und du bist da. Tja. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Mhm. Habt ihr? Wo? Raus mit der Sprache. Geld. Wenn es das ist, worauf ihr aus seid. Okay. Und jetzt sagt mir, wo sie ist. Da. Wir können ihr dorthin nicht folgen. Nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst sie zu uns bringen. Bringt sie zu den Stellen von Weißlauf, außerhalb der Stadt. Wir warten dort auf euch. Na schön. Oder später finden wir sie. Okay. Tja. Müssen wir halt das tun. Das andere ist verpackt. So. Ach Mann. Ja, so ein Scheiß. Nur wegen diesem Bug. Ansonsten hätte ich ihr geholfen. Ach Mann. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Moment. Manchmal, ich kann euch ein paar Dinge beibringen. 450, ja, ne. Zu teuer. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu. Interessiert mich nicht. Was ist hier für ein Einlauf? Ihr solltet das Wildbret. Oh ja, die Jagd ist meine große Leidenschaft. Ach so. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Okay, interessant. Gute Jagd. Ja, gute Jagd. Gutes Gelingen und gute Nacht. So, wer bist du? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das... Es heißt, es gebe nichts, was eine Nordfrau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Ja, was auch immer. So. Gibt es Neuigkeiten? Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Mhm. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Warte, Pferd. Aha. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Ja, ja. Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Na los, gehen wir. Es wird Zeit. Zeit zu gehen. Ein Königsmörder, okay. Dann mal los. Laufen, 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 laufen. Los, 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 los. Laufen, laufen. Lila laufen. So. Ihre Behalte. So. Mhm. Okay. So ist es halt so. Na dann, wo bist du? Schon da. Und so. Wer bist du denn? Braucht ihr ein Pferd? Nee. Dann redet mit meinem Vater, Skulvar. Nee. Wo bist du denn? Es mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit. Wir forschen. Schafft ihr es nicht durch, weil ich zuerst gegangen bin? Jetzt mich verarschen. Ach man, diese NPCs hier. Einer dümmer als der andere.
Und ständig übertreffen die das noch. Na los. Und bitte durchgehen. Das ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Dankeschön. Wenn zumindest ein Drache an. So. Na dann. Jetzt aber. Dankeschön. So. So. Na los. Ich bin da. So. Gut. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Was ist das? Was habt ihr getan? Jetzt hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. Interessant. Was war das für ein Zauber? Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Okay. Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung? Hier, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Witzig. Okay. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Ach. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen. Dann ist es ja doch besser. So habe ich mich täuschen lassen. Ja, so ein Mist. Tja. Und was nun?